Guten Tag, heute möchte ich gerne über die Finger- und Armhaltung sprechen. Die Arme locker hinunterfallen lassen und dann die heben und mal schauen, wie kommt der Arm bzw. die Hand hier zur zweiten Hand. Und wir sehen, dass das hier einigermaßen gerade ist. Auch hier einigermaßen gerade. Ja, und wenn wir jetzt noch schauen, die Finger sind auch einigermaßen rund. Wenn wir jetzt ein Hilfsmittel hinzunehmen, zum Beispiel eine Rohrschachtel, und wir versuchen jetzt einfach zu sehen, aha, so rund nehme ich jetzt die Rohrschachtel und dann ist auch wieder der Arm gerade. Auch links und rechts beidermaßen gleich. So ist es jedenfalls bei mir. Es gibt natürlich minimale Unterschiede, natürlich bei jedem Menschen. Wenn wir das zum Beispiel noch beobachten mit einem zweiten Hilfsmittel, zum Beispiel mit einem kleinen Stab. Wenn wir den Stab haben, haben wir auch hier wieder locker gehalten, aber wir haben eine gerade Linie. Auch jetzt haben wir eine gerade Linie. Nehmen wir noch ein weiteres Hilfsmittel hinzu. Schauen wir mal, wenn das jetzt ein Wurfpfeil wäre. Es ist natürlich ein Bleistift und wir würden den Wurfpfeil jetzt werfen, dann sind wir hier wieder gerade. Sind wir hier, wenn wir den Wurfpfeil nehmen, sind wir hier wieder einigermaßen gerade. Oder wenn wir auch zum Beispiel quasi als Salzstreuer, wenn wir jetzt hier Salz in die Suppe streuen würden, ist auch hier wieder das Handgelenk einigermaßen gerade. So kann man sich ein bisschen orientieren mit diesen Hilfsmitteln. Ja, jetzt kommen wir noch zur linken Hand. In unserer linken Hand ist sehr, sehr wichtig der Daumen. Nicht? Wenn ich jetzt hier ein Papier vorsichtig nehmen möchte, ganz vorsichtig, ohne dass ich da irgendetwas zerstören möchte, bin ich ganz sanft. So, und jetzt nehme ich es. Ja, wenn ich es jetzt genommen habe, wenn man jetzt genau schaut, dann ist doch der Daumen im Endeffekt nicht durchgestreckt, sondern eher ein bisschen rund, nicht? Das, wenn ich etwas vorsichtig nehme, ja, ich könnte das noch mit einem weiteren Hilfsmittel mal demonstrieren. Ich nehme so ein kleines Stückchen Holz und jetzt will ich das ebenfalls vorsichtig nehmen und dann ist es wieder etwas rund. Jetzt kommen wir dann zur Oboe, die Haltung mit der Oboe. Wenn wir also davon ausgehen, dass der linke Daumen ein bisschen rund ist, so gewachsen möchte ich fast sagen, dann schauen wir mal, dass wir jetzt mit der linken Hand zweites S mit dem kleinen Finger, alle Finger so ein wenig rund und jetzt kommt es entscheidend, dass der Finger des Halbloches, dass der nicht zu steil sitzt, also nicht so, denn sonst kann er ganz schwer nur arbeiten. Und auch nicht so, so kann er auch schwer arbeiten. Es gibt eine Position und die ergibt sich eben bei jedem individuell, wie er eben ausgestattet ist, jeder individuelle Oboist und Mensch natürlich, ja. Wie das möglichst günstig zusammengreift. Und diese Situation, die übernehmen wir auf die Oboe und tun eben das Halbloch etwa so hinauf, den Finger auf das Halbloch, und dann kann der Finger nämlich schön rollen. Jetzt kommt der Daumen wieder ins Spiel, den wir eben hatten. Der Daumen, wenn der jetzt gerade ist, dann weicht die Hand weg. Dann wird die Entfernung von diesem Gelenk zur Oboe geht weiter weg. Wenn der Daumen ein bisschen gebogen ist, also so wie er auch ist, wenn wir vorsichtig ein Stück Papier oder etwas anderes vorsichtig greifen, dann ist die Hand etwas dichter bei der Oboe.
So wäre es weiter weg, so wäre es etwas dichter. Wie rund nun der Daumen ist, das ist jetzt wieder individuell. Da ist jeder Mensch ein bisschen anders, nicht? Und ich würde sagen, das wäre jetzt wahrscheinlich für meine Hand zu dicht. Ja? Eine kleine Hand, die vielleicht kleiner wäre, möglicherweise wäre vielleicht so dicht. Eine größere Hand wäre vielleicht ein bisschen flacher. Das kommt eben immer drauf an. Aber es gibt eben die Relation, dass eben die Finger nicht zu weit weg sein sollen von der Oboe. Und die Relation, wie weit weg, wird bestimmt, eben wie der Daumen flexibel etwas rund ist, wie er auch greift. So wäre das jetzt für mich eigentlich ganz schön. Jetzt kommen wir zur rechten Hand. Ja, bei der rechten Hand haben wir auch den Daumen. Und jetzt der kleine Finger geht wiederum auf das Cis. Erst einmal. Und die anderen gehen rund auf die anderen Klappen. Und jetzt kommt der Daumen. Ja, bei diesem Daumen ist es jetzt so, meine Erfahrung ist, dass ich nicht die Oboe zu steil halte, weil dann das Gewicht zu viel auf dem Daumen liegt, zu viel Gewicht an der Seite vom Daumen. Also schlussendlich hier an der Seite vom Daumen liegt dann sehr viel Gewicht. Ich würde lieber versuchen, mehr mit der geraden Fläche, also nicht komplett, vielleicht ein Drittel links, also so etwa von mir aus gesehen rechts, von vorne gesehen eher links, ein Drittel links, so ein bisschen an dieser Stelle würde ich die Oboe halten. Und dann ist auch die Position der Oboe auch waagrechter. Die Balance würde ich ausführen, also ich würde zwischen dem Halten und der linken Hand, die jetzt auch über das Halbloch schlussendlich hier die Möglichkeit hat, denn das Halbloch haben wir ja eigentlich fast immer gegriffen, immer gehalten, nicht? Dadurch können wir das in die Balance bringen, ja? Und dadurch liegt auf dem Gelenk weniger, auf dem Daumengelenk hier, auf diesem Endgelenken weniger Gewicht. Das Gewicht verteilt sich über das Gelenk in den ganzen Arm bis zur Schulter. Und das ist natürlich aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung, wesentlich günstiger. Ja, soweit nun erstmal zur Haltung der Finger an der Oboe. Auf Wiedersehen.